This is so cute. Mit publizierten Servern weiß ich jetzt nicht. Wenn du natürlich einen aufmachen willst für sehr viele Leute, okay. Also unserer ist halt quasi privat, ne? Also es ist ein privater Server. Ich habe den nur auf meinem Rechner laufen. Meine Freundin connectet sich lokal quasi mit dem. Um im lokalen Netz hast du eh IPv4. Im Normalfall. Beziehungsweise kannst es anschalten, wenn du kein IPv4 benutzt. Gehe ich mal schwer davon aus, einfach an deinem Router lokal IPv4. So, wo ist das Ding? Wir müssen hier nochmal hochklettern. Ja. Sollten wir... Was ist denn das da oben? Was ist denn das? What the ist denn das? Fucking hell? Was bist du denn? Level 28? Ich nehme zuerst, Es ist aggressiv, oder? Es ist aggressiv geworden. Oh no, 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 weil mein Dings aggressiv ist. Okay, 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 okay. Ich nehme ein grünes Herz. Ja, alles okay, alles okay. Okay, mein Chillet regelt. So, jetzt komme ich. Ah, alles okay, alles okay. Chillet regelt, hat geeist. Ich muss ein bisschen ausweichen. Ich muss darauf achten, wie viel Leben es hat. Okay, ich nehme mal Chillet weg. Wie viel Leben hat es? Oh mein Gott! Okay, es ist bei 8%. Ich hab die 8% gehittet! Damn. Ich hab's! Mit 8%! Du hast es. Du kann hast Blitze Glück. Aus Unterwelt herbeibeschwören. Was steht da? Was für ein Ding? Der Sonnenaufgang sieht echt schön aus. Oh mein Gott. Ah, hier sind auch noch andere, die wir gesehen haben anscheinend. Du bist OP. Holy moly. Was bist du denn für ein cooles Ding hier? Kann Blitze aus der Unterwelt herbeibeschwören, wenn man in den Flammen eines Hellse 4 ums Leben kommt, wartet auf ein die ewige Verdammnis. Okay. Jetzt kann ich ganz entspannt den Punkt holen. Chillit hat auch echt wenig abbekommen, muss ich sagen. Ah, da ist das Ding. Ich habe keinen Silberschlüssel. Hier brauchen wir schon Silberschlüssel. Ich hab's getestet, ich habe auch keinen. Ich bin jetzt gerade einmal hochgelaufen auf den Punkt. Da ist noch so eine Statue. Oh mein Gott, ich sehe was. Was denn? Level 25. Ich würde mal einmal zurückgehen. Ich würde mir mal wieder so ein paar Daydreams ausrüsten. Okay, nee, weiß ich nicht, ob das überhaupt reicht. Der läuft ganz einfach auf einem Windows. Also, es ist ein Windows-Rechner hier. Fake IP vom Provider. Achso, du meinst, du hostest ihn über einen externen Provider? Den Server und willst den dann quasi öffentlich machen. Da weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Darf ich mir die andere holen? Wir bauen echt die besseren Dinger, ne? Also grün funktioniert. Ja, grün brauchen wir hier definitiv. Oder unten kämpfen noch welche. Ja, nee, nicht dahin gehen. Da sind ganz viele 25er. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Da ist aber ein richtig geiles Vieh gefangen, wie es aussieht. Das passt schon gar nicht in den Käfig rein. Also das sind Gegner? Ja, das ist ein Gegner-Camp. Okay. Sind alle
ist das denn? Aber ein cool. Ja, hier wollen wir zurückgehen. Ach, du meinst der eigene Internetanbieter? Internetanbieter benutzt du denn? Dass du eine Fake-IP-Adresse bekommst. Oh, danke für das Abo. Vielen Dank. Schnellreise ins gute, das gute Ding zurück. Aber guck mal einfach. Ja, mal einfach mal gucken. Hier Palworld IPv6. Kann sein, dass sie doch keinen haben. Aber. Ah ne, IPv6 geht anscheinend auch. Einfach mal ausprobieren, würde ich behaupten. Ja, ist klar, ist klar. Das, du machst hier gerade. Du machst gerade grüne Sphäre, ne? Das Ding ist, wir haben jetzt auch nicht unendlich viel Eisen. Ich würde noch ein bisschen Eisen holen gehen. Noch ein bisschen viel Eisen holen gehen. Lass doch mal gucken, die Pals, die wir da jetzt noch zur Option haben, da kann man leider noch nicht sehen, welche Fähigkeiten die haben. Was meinst du? Der hat einfach... Okay. I don't know. Irgendwas mit Bergbau? Der hat einen 3er Support Speed. Ne, die haben alle Pflanze. Leider nichts mit... Nee. Freier Bergbau, also nicht von den neuen, leider. Ne, die ich habe, haben auch leider nur. Nicht von oder den wir neuen. Müssen halt in eine andere Region. Weil wenn die in der Region vielleicht alle Pflanzen sind. Ich nehme jetzt einfach ganz viele Kativas. Ich tue mein komplettes Team einfach nur aus Kativas bestehen lassen. Und farm jetzt all den Shit hier ab. Ich hab kein Kadiver mehr. Läuft hier nicht noch? Ja, da läuft noch eins rum. Du musst mit 1 und 1 telefonieren? Warum musst du mit 1 und 1 telefonieren? Muss denen nicht egal sein, ob du... Was du mit deiner Internetleitung machst? Weiß ich natürlich jetzt nicht. Keine Ahnung. Nice, perfekt. So, ich habe ein Team voller Kativas und jetzt habe ich einfach 1010 Gewicht. Ich haue jetzt alles aus meinem Inventar raus, bis auf die Metallspitzhacke. Let's go. Ich hab Honig. Irgendeiner von denen hat Honig. Irgendeiner von denen hat Honig gegeben. Warte mal. Paldex. Warte. Was haben wir gefangen? Wir haben gefangen... Ein Cinnamoth. Cinnamoth gibt Salatsamen und Weizen... Und Honig und Weizensamen. So, was haben wir denn noch gefangen? Floppy gibt schwache Medizin und Weizensamen. Okay. Ah, und den da haben wir auch gesehen. Mossander Lux. Ein Mossander Lux war gefangen genommen. Okay. Ich glaube, ich mache das trotzdem mal hier mit dabei. Irgendwie ein bisschen noch Giftdrüsen. Dann haben wir noch das da.
Und dann sortieren. Würde ich hier. Weizensamen hier noch mit dabei. Dann kommt hier jetzt einfach das Ei da rein, das da rein. Sortieren, sortieren. Ich habe ganz wenig Gewicht. Von mit der Spitze jetzt los. Achso, hast du dich auf IPv6 irgendwie umstellen lassen oder was? Weird. Jo. Also wie gesagt, IPv6 sollte funktionieren. Ich jetzt auf die Schnelle einfach da. Na, diese Google. Okay. Also heißt das, du möchtest deinen eigenen Server, also einen offiziellen, was heißt offiziellen, also so einen öffentlichen Pirate-Server machen oder wie? Wir hauen Stein ab. Ganz viel Erd. Warte. Das Alpha-Cut wieder. Der helfende Foto 2. Ah, okay, kann ich von diesem Ball da rein. Ja, klar. Cool. Finde ich eine coole Sache. Finde ich echt eine coole Sache. Hast du da irgendwie eine Community dahinter oder so, die dann da drauf spielt? Oder, also einfach nur so Bock da drauf? Ist das AMD? Sag mir jetzt gerade... 1950x? Das sagt mir jetzt gerade irgendwie nichts. AMD-Grafikkarten kenne ich mich leider nicht so aus. Leider. Da bin ich immer noch der Nvidia-Freund. Obwohl ich einen AMD-Prozessor habe. Ah, nice! Cool. Ja, geil. Weil geht bis zu 32 Leute auf dem Server. Und ich gehe schwer davon aus, vielleicht sogar in der Zukunft noch ein bisschen mehr. Ah, ich bin schon voll. Gut. Gehen wir einmal zurück. Ich denke, 32 Shreds. Achso, 950x? Also ist das CPU? Okay. Ja, glaube ich sofort. Also ich merke ja, ich merke sie ja auch quasi, na gut, spielt jetzt eine Person auf dem Server. Aber es hatte schon 5 Personen gleichzeitig auf dem Server, war auch gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. So, Schatz, was machst du gerade? Bist du schon wieder Feen anfangen? Wir fanden One-Shotten. Ah. Du bist immer dort unterwegs, hä? Was machst du denn dort? Ich will alle XP mitnehmen. Ach so. Ich bekomme, wenn ich 10 von jeder Sorte fange. Ja. Ja. Ich merk schon. Was denn? Du springst mir davon, ja. Jetzt knapp vor Level 25, du bist doch wahrscheinlich schon wieder Hälfte. Ja, und ich hier harte Arbeit verrichte und, das Eisen holen gehe. Ich komme ja schon, meine Güte. Wir brauchen extrem viel.
Oh, extrem viel. Ich will hoffen, dass das mit so einem Zweierpfahl, dass man dann hier die ganzen Erzdinger da abbauen kann. Das wäre echt cool. Ja, ist die schnellste Levelmethode, ich weiß. Ich weiß. Aber es gibt mir noch einiges zu bauen. Also bis jetzt haben die Pals eigentlich bei uns relativ gut funktioniert, oder? Also. Ja, würde ich auch sagen. Also bis auf den einen Penguin. Gut, okay. Der eine Pengulett, der sich dachte, er stellt sich die ganze Zeit aufs Dach des Hauses. Und ist dann verwirrt und kriegt Hunger und verhungert uns quasi auf dem Dach, weil er nicht mehr runterkommt. Die ganze Zeit jeden Inhalt aus seinem Inventar gedroppt. Das war ein bisschen komisch, aber ansonsten hat bis jetzt alles funktioniert. Glaube ich, zum Ja. größten Teil. Also die haben auch immer ihre Arbeit gemacht eigentlich. Ja, ich bin zufrieden. Also die Anzahl an Bären, die wir haben, ist hoch. Ja. Ach Gott. Wenn wir hangen. Oh, okay. Das ist natürlich Ja, das ist unfortunate. natürlich ungünstig. Das Ja. ist sehr ungünstig. Aber ich hoffe, wenn sie jetzt regelmäßig noch Patches rausbringen, dass das größtenteils auch noch behoben wird. Ja, safe. Also, das kann ich mir anders überhaupt nicht vorstellen. Dass du hier wieder unterwegs. Ich bin gespannt, weil ich glaube, sie haben sogar eine Roadmap rausgehauen. Bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt eine Roadmap. Oh, nee, Holzkohle will man aber nicht. Okay. Dann gehe ich mir jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen Fangboni klären. Wenn du das die ganze Zeit schon gemacht hast. Helft dir gerade Erdbeer Oh, zu no. bauen, will ich nur mal sagen. Oh, noch ein paar Lambal. Oh, gepirated. Nee, 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 nee. Na, nein. Ja, das ist richtig. Heute weiß man nie. Aber du darfst jetzt zum Beispiel auf Steam auch 2 Stunden anspielen. Und vor allem, Palworld war im Battle Pass, im Game Pass von Xbox mit drin. Das ist ja nur ein Zehner im Monat. Jetzt bleib doch mal stehen, dann Ball. Danke. Nix. Bonus. So, wie viele Lambal brauche ich denn jetzt? Hallo? Ja, dafür kriegst du einen Pfeil ins Gesicht. Das hätte ich jetzt aber nicht sagen müssen. Credits? Was für Credits? Microsoft Credits, oder was? Sowas?
Wusste ich gar nicht. Ja, Pengus habe ich genug gefangen. Ja. Wie sieht das mit Gummis aus? Gummis brauche ich nicht. Really? Okay, wusste ich gar nicht, dass sie hinterherhängt. Natürlich hinterherhängt, ist das natürlich kompletter Müll. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es wirklich, dass sie on par ist mit der Steam-Version. Habe ich davon auch schon 10 gefangen? Schon 10 Fuchspacks gefangen? Jetzt hier Fuchspacks. Ah ja. Dann hatte ich schon 10 gefangen. Was ich bisher am wenigsten gefangen habe, sind die, die permanent weglaufen. Kadiva und Lambal, oder was? Kadiva habe ich schon, aber Live Monk zum Beispiel. Live Monk, die Tensis. GGP. Ja, GGP habe ich auch. Also die Anfangs-Pokémon habe ich schon. Okay. Ich habe oben angefangen. Nee. Ich muss. War das noch Lambals? Okay, das ist natürlich echt das Müll. Okay, nach Release hatte ich das auch. Also, wir hatten es uns direkt in Steam gekauft. Also, instant. Quasi nicht gewartet und noch am selben Tag mit 5 Leuten auf dem Server Rambazamba. Aber es war genau der Tag, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Das heißt, wir haben dann einen Tag mit den mit 5 Leuten gespielt und dann waren wir eine Woche im Urlaub und waren die anderen halt schon quasi, die haben sich dann selber einen Server irgendwie geholt und waren dann quasi schon so weit, dass wir gesagt haben, nee, wir fangen dann selber nochmal an. Die laufen nur weg, wenn du eine Waffe draußen hast, Schatz. Das wusste ich auch nicht. Nice. Das heißt, begrüße sie mit deinen Armen und hau sie zu Brei. Euch. Auch noch ein Chickipi. Number habe ich jetzt genug. Ich habe noch Lipmons. So, wo ist so ein Huhn? Da ist so ein Huhn. Sei gecatcht. Nice. Schön. Oh, ich glaube, ich muss mal ganz kurz mein Headset aufladen. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp mit der Waffe. Es funktioniert exzellent. Nice. Das ist die Hauptsache. So, ich bin jetzt auch Level 26. Werte erhöht. Ausdauer, glaube ich, ist jetzt gerade im Moment genug, aber ich brauche halt wirklich noch deutlich mehr Gewicht. Das ist richtig ätzend. Das ist richtig ätzend. So, du kannst mal kurz die Zuschauer unterhalten, während ich mal kurz Bogendamage. Ja, wenn du krittest, dann ist der Bogen schon ziemlich, der ist gut. Der ist gut. Oder wenn du halt nicht auflädst und einfach nur so kurz lässt, dann kannst du halt ganz wenig Schaden machen, sodass du gezielt die danach halt fangen kannst. Aktuell tatsächlich auch meine Strategie. Mhm. Weil gerade wenn du dann wieder zurückgehst und die Easy Level nimmst, wird schwierig. Mit einer Armbrust zum Beispiel. Mit einer Armbrust one-shotest du die. Ja, wenn der Hambus One-Shot ist, du die. So, ich bin mal ganz kurz weg, Ladekabel für mein Headset holen und dann bin ich gleich wieder da.
habe den Großteil jetzt schon mal 10-mal gefangen. Bringt auf jeden Fall auch. Oh. Ja, okay. Oder ich one-shotte Sachen. Unabsichtlich. Ja, also laden kann man den auf jeden Fall, dass man es so ein bisschen besser kontrolliert. Und es kommt dann in dem Moment halt natürlich auch drauf an, wo du hinzielst. Ob du jetzt eher sagst, du schießt aufs Gesicht, dann machst du halt wesentlich mehr Damage. Oder, weiß ich nicht, nur auf den Fuß oder so. Damit kann man das eigentlich relativ gut kontrollieren. Gerade ist ja dunkel. Zu. Bin wieder da. Zack. Willkommen zurück. Ach, der Server läuft nur, wenn wir zocken. Gerade im Moment, weil Kollegen meinten, die Tierchen, die Armen, die würden irgendwie verhungern. Ich weiß aber nicht, wie die das hinbekommen haben, weil unsere machen sich eigentlich zu essen und essen das dann halt. Aber ansonsten, ja, der ist nur online, wenn wir zocken. Also ich fahre den halt quasi bei mir auf dem Rechner hoch und dann zocken wir halt. Weil es gibt, außer jetzt die Eier ausbrüten zu lassen, deswegen vielleicht, maybe lassen wir ihn heute Abend mal laufen. Außer die Eier ausbrüten lassen, halt relativ wenig Grund für den laufen zu lassen. So, also in der Zeit farmen die halt schon gut Holz und auch gut Stein. Deswegen ich halt wenig Grund für den dauerhaft laufen zu lassen. Weil wir eh nur zu zweit spielen. Wenn jetzt natürlich noch andere drauf wären und die zu anderen Zeiten spielen würden, dann würde ich den Server wahrscheinlich ein bisschen laufen lassen. Muss auch noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen Essen zubereiten, glaube ich. Hatten eigentlich. Hatten wir da eigentlich hier drin verloren? Oder in die andere Kiste da rein? Nee, stopp. Doch in die. Medizin bin ich aber hier. Okay. Stimmt, oh, ich wollte diese Laterne noch machen. Ja, das wäre sehr nett. Das wäre ultra nett. Nee, wie gesagt, der läuft nur lokal. Der läuft nur lokal. Und der ist auch nur für mich und meine Freunde gedacht. Dass wir so ein bisschen spielen können und das hier kommt ja auch auf YouTube dann. Oh ne, den da darf ich nicht mitnehmen. Dafür habe ich das Halsband, das ein bisschen. Den würde ich gerne mitnehmen, aber der ist ein guter Trager. Dann stelle ich mal mein Team wieder her. So, einmal so. Nach Level. Doch. Nach Level, ja. Ja, definitiv. Stimme ich dir voll und ganz zu. Eines der coolsten und schönsten Spiele der letzten Jahre. Wenn man quasi auf den Survival Monster Tamer so quasi in dieses Genre gucken. Definitiv. Es gibt ja auch noch andere. Also ich glaube, darüber braucht man sich nicht zu streiten, wenn man es mag. Baldur's Gate. Als Beispiel. Das ist einfach. Geniales Game. Geniales Game. Selber auch noch nicht so viel gespielt, wie ich das gerne spielen würde, aber naja. Ich
Ich glaube, so unterschiedliche Genre kann man auch einfach schlecht vergleichen. Das ist halt richtig. Also in dem Genre hier ist es definitiv seit sehr, 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 sehr langem wirklich ein richtig, richtig geiles Game. Ich glaube, so viele Pfeile machen wir jetzt mal nicht. Ich mache mal nochmal so einfach 300 Pfeile. Ich würde... Was? Ja. Was? Sagen, ich brauche für die Laterne noch antike Bauteile. 10 Stück pro. Und wir haben jetzt 6. Also. 10 Stück pro? Wir müssen mehr Bosse töten. Oder fangen. Fangen kriegst du, glaube ich, auch antike Bauteile dafür. Oder so. Aber das wird auf jeden Fall, denke ich, so passen. Okay. Dann, wir brauchen ein Reparaturset für das. Für das Ding draus. Nice. Ja, den ersten und den zweiten habe ich natürlich nicht gespielt. Ich habe es aber zum Teil gesehen. Aber ich bin ja selber auch D&D-Spieler. Freundin und ich in unserem Freundeskreis, wir spielen D&D. Ich bin der Dungeon Master. Und es ist einfach schon alleine deswegen, wenn du D&D spielst und du fährst Baldur's Gate an, das ist einfach Liebe auf den ersten Blick. So, es ist einfach so. Es ist einfach wirklich richtig, richtig fucking gut. Auch von einem Indie-Entwickler. Da wären wir wieder, ne? Was AAA liefert und was Indie liefert. Möchten Sie einmal schlafen kommen? Ja. Perfekt. Was treibt das Ding da in unserem Haus? Es fliegt. Es will dir bestimmt eine schöne Nacht bescheren. Keine Albträume. Definitiv. Das kommt jetzt raus. Wenn er Blitze aus der Unterwelt beschwört, der will ganz sicher nur schöne Träume dir bescheren. Der hält die alle fern. Der hält alle Albträume fern. Ich sag's dir. Alle. Ich hab den gerade einmal hier rausgejietet. Oh. Aus der Haustür raus. Jetzt krieg ich Albträume. Pillars of Eternity? Nein, aber habe ich schon gehört. Pillars of Eternity soll auch mega gut gewesen sein. Glaube ich. Zumindest. Ich habe es aber noch nie gesehen. Hast du geschlafen? So, ne, jetzt. Ja, ich bin jetzt aufgestanden nochmal, aber irgendwie backt's rum. Also irgendwie passiert nichts. Nee, ich glaube, es ist schon zu spät. Also die Sonne geht schon wieder auf, deswegen. Okay. Und. Okay. Was wollte ich jetzt tun? Also ich würde jetzt noch Bosse, nochmal Bosse, ne? Ja, Bosse besiegen. Dann würde ich noch einmal Chillet angehen. Ja, auf der Map kann man natürlich nicht schnell reisen. Erste ist besser als der zweite. Es gibt noch so viele Games, die ich spielen müsste. Es ist so doof. Man hat so wenig Zeit, wenn man noch... ich höre was. Ich lasse mich immer schnell ablenken, aber... Was? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ich müsste auch noch extrem viele Spiele spielen. Und, okay, komm schon, dann bei. Das da... Nein, meins! Meins! Das da... Du hast es geköllt, das letzte! Du hast es getötet! Gehört mir! Nee, getötet... Nee. Ich habe es schlafen gelegt. Guck mal, und das da lebt. Das ist mein! Nee, du hast das letzte bekommen. Erinnerst du dich? An hier, und was hast du mit dem letzten gemacht? Du hast es umgebracht! Nö. Das wäre meins gewesen. Ich bring die nie um. Ich leg die immer noch schlafen. Hier sind Pfeile. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich bin hier Pfeile. Guck mal, da. Einmal. Ups. Ja. Enttäuscht. Ja. Same. Ich habe derzeit auf Steam. Na gut, manche Spiele. Na gut, da sind auch noch sehr viele irgendwie so Free-to-Play-Titel zum Teil dabei. Meine
allgemeinen Spiele. Ich kann es jetzt, na gut, durch diese ganzen komischen Free-to-Pay-Titel und so ein Kram und Bundles gekauft und so ein Shit. Ich bin bei 353 Spielen in meiner Bibliothek. Ich habe einen sehr großen Pile of Shame. Einen sehr großen. So, sie wollten... Was ist das da? Was ist das? Sweeper? Was bist du denn? Bist du so ein Alpha? Was bist du denn für einer? Greifen die mich jetzt alle an? Okay, das wäre ungünstig. Ich will nur dich... Ich habe nur 14 Pfeile. Okay, komm. Bleib drin. Nice. Oh Gott. Die sind alle sehr stark. Okay, das, der ist nicht reingegangen. Alles. Dammit. Tut mir leid, da muss ich sie killen. Jetzt komm, bleib doch einfach drin. Hey, ich glaube, die hat sich, muss ich leider einfach töten. Leid, oder? Wenn ich die so krieg, wäre auch gut. Der ist gestorben. Nee, bleib mal schön da drin. Ja, nee. Komm mal hier, chillen. Was war das gerade? Da waren irgendwie so riesige Dinger dabei, aber das waren keine Shinies oder Alphas. Ich habe ein neues Pfahl entdeckt. Schatz. Wo bist du? Ah, du bist da unten wieder. Konzentrierend. What are you doing? Level 26 sein. Weißt du, was das wirklich sehr fair ist und so? Was denn? Level 26 bin. Jetzt muss ich umso mehr arbeiten dafür, dass ich dich wieder überhole. Oder zumindest gleichziehen. Ich will nicht mal überholen reden. Gleichziehen einfach nur. Konkurrenzkampf? Wäre alles in Ordnung gewesen, wenn du mir nur dieses Schwein gegeben hättest. Ach so, aha. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Einmal. Hallo, arbeite doch mit, danke. Visual Enhancer im Singleplayer. Also wir haben beide noch nicht im Singleplayer gespielt. Genau. Deswegen haben wir auch keine Mods. Gar keine Mods ausgetestet. Genau. Mods haben wir auch noch gar keine. Wir wollen erstmal das Spiel komplett einmal von hinten bis vorne durchspielen. Quasi zu 100%, ich weiß, ja, weiß halt nicht, ob wirklich 100%, also das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Und dann mal gucken, ob wir irgendwie, wenn dann irgendwie coole Mods oder so noch da dabei sind, aber alleine an sich, also wir sind jetzt, wie viele Stunden sind wir jetzt dabei? Viele? ich glaube, warte, 5, 3, 10, also über 10 Stunden locker schon. Ah, das ist, ah, okay, ist das quasi so ein HD-Mod oder so? Bestimmt also so wie Minecraft in normal und Shader, Minecraft ja. Mit Shader. So okay. Die Kante. So okay. Stelle ich mir es gerade vor. Okay.
Genau. Erst ohne Mods einmal durchzocken. Richtig schön. So mag ich es nämlich auch am liebsten. Erstmal ohne Mods einmal durchspielen. Und dann kann man Mods hinzufügen, wenn man sich halt noch ein bisschen mehr das Spiel ja individualisieren will. Sagen wir es so. Nice. Pfeile sind gemacht. Dann habe ich jetzt wieder einige Palsphären. Brauche ich auch noch ein paar. Um nicht zu sagen, eigentlich relativ viele. Haben wir hier zufälligerweise noch irgendwelche Dings? 36 Stück. Unendlich weit sehen? Du meinst mit dem Visual Enhancer Mod? Ja gut, das wohl war, die Gebiete. Oh, Schatz, wir müssen das Mehl in den Kühlschrank packen. Wo hast du denn den Kühlschrank hingemacht? Hast du den wieder aus dem Haus? Keinen Kühlschrank mehr. Kannst du einen neuen Kühlschrank vielleicht dann in den Dings bauen? Ins Lagerhaus? Ja. Oh. Muss nur gucken, ich glaube dafür hatte ich den. Oh, 20 FPS. Ich weiß gar nicht, wie viel. Normalerweise steht immer bei mir rechts oben, wie viele FPS ich habe beim Spiel, aber irgendwie steht das gerade nicht da. Keine Ahnung, warum nicht. Ich helfe dir mal. Da kommt die Army. Nice. So, einmal in den Kühlschrank packen. Dann hält sich das länger. Okay. Okay. Ich guck's mir mal an. Vielleicht ist das wert, sich das auch mal runterzuladen. Mal schauen. So. Level sortieren. Okay. Wir wollten eigentlich Chili besiegen, ne? Und ich bin völlig vom Web abgekommen. Ich gehe mal wieder zurück. Mhm. Ja gut, also ich finde, man muss auch so ein bisschen Abgrenzung zwischen Mods machen. Manche Mods, klar, sind klares Cheating, also wenn du dir dann halt irgendwie, keine Ahnung, so einen Mod holst, der dir halt wirklich irgendwelchen Stuff gibt oder irgendwelchen Stuff krass vereinfacht. Ja. Aber wenn es dann wiederum Mods sind, wo einfach nur, sag ich mal, irgendwelche neuen Features mit reinbringen, die, finde ich, sollten eigentlich nicht da reinzählen, dass das irgendwie als Cheating gilt und die deswegen Achievements nicht mehr bekommen. Ja. Meiner Meinung nach. Ich wollte mir auch noch Palbälle machen, ja. Ich hab noch ein paar, wenn du willst. Alles okay, ich habe noch 7. Das ist jetzt auch nicht mehr so, ist ja auch nicht mehr so viel, aber. Ich dir, let's go. Ich nehme mal Chili draus. Greift denselben Gegner an wie ich. Au. Oh. Tötest du die Chili, dann bitte. Hä? Was denn? Was hast du? Was soll ich? Hä? Ich hab grad nichts von dir, so. Was? Nein!
Bleib in den Ball. Danke. Danke. Auch noch ein paar von denen. Vielleicht brauche ich auch noch ein paar von denen, die du da gerade angreifst. Die fand bei euch keine. So, das Level 11er Chili könnte sein, dass das halt direkt one-tapped wird. Es könnte sein, dass ich keine Pfeile mehr habe. Okay, also wie viel Damage macht mein Chillet? Okay, mein Chillet macht schon ordentlich Damage. Ja. Was machst du da? Was denn? Greifst du schon an? Ja. Oh no, 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 ich will nicht drin bleiben. Dann halt so ein. Nice. Nimm mal ein antikes Bauteil. Hallo. Ich glaube, du fängst das jetzt nicht, weil ich nicht einmal draufgehauen habe. Das ist dir schon klar, ne? Was? Ich hab das einmal da drauf gehauen. Ja, aber du kriegst ja auch nichts dafür, wenn ich das dann fange. Doch, XP. Die kriegst du so oder so, die wird geshared. Ja. Die wird geshared. Nee, guck, warte, nicht. Warte, du guckst. Ich hab keine bekommen. Du haust nicht auf das Tyfan drauf. Du haust nicht auf das Tyfan drauf. Fang. Das Tyfan vielleicht mit der großen Fähre. Müsstest XP bekommen. Ich krieg nix. Ich krieg keine XP, wenn ich da nicht einmal drauf haue. Dann hau mal jetzt da drauf. Da bin ich jetzt ehrlich gespannt. Ich hau jetzt da hinten auf den Tyfanten. Und jetzt will ich aber. Oder hier das Lammball. Ja. Dann treffe ich das nicht. Danke. So, und jetzt fangen wir es mal. Bin ich echt gespannt, ob ich dafür XP bekomme. Bin wieder raus. Hä? Okay, ich kriege ein ganz klein bisschen XP. Ich habe zwar gefangen, aber ich habe keine XP bekommen. Hä? Meine... Wenn du da nicht drauf haust, bekommst du keine XP. Du hast es gefangen und hast keine XP bekommen. Nein. Null. Das ist jetzt aber weird, dass du bei dem keine XP bekommen hast, weil ich habe nämlich XP bekommen. Ja, weil du draufgehauen hast. Aber du hast es doch gefangen. Du musst XP bekommen, wenn du es fängst. Aber keine XP bekommen. Du redest jetzt immer noch von dem Chillet, oder? Oder von dem Lambal? Gerade bei dem Lambal. Dann ist irgendwas buggt. Weil ich habe fürs Fangen von Chillet habe ich XP bekommen. Und auch das Fangen von dem Tyfanten habe ich XP bekommen. Draufgehauen hast. Regel musst du ja vorher einmal draufhauen, um es zu fangen. Ach, weil du jetzt auch das Lammball nicht draufgehauen hast. Sondern es nur gefangen hast. Hä, wie dumm ist das denn? Warte mal, okay. Hau mir mal das Lammball da hinten an. Das da will ich jetzt testen. Das wäre ja ultra dämlich. Das wäre ja das Dümmste, was ich je... Also, holy. Hauen Sie mal das Lammball so an, dass ich es fangen kann. Welches? Ist egal. Das, was dir besser gefällt. Okay. So, ich fange das jetzt. Legit. Wenn man nicht draufhaut, dann kriegt man einfach keine XP. Selbst wenn man es fängt. Wie dumm ist das denn? Hä, hey, an dem Part. Okay, ja, du bist auch vielleicht gone. Bei mir. Also ich höre dich noch, aber mein Bildschirm macht gerade gar nichts mehr. Oh. Hat sich komplett aufgehangen vielleicht.
Oh ja, Crash Report. Ich restarte mal gerade. Okay. Aber ja, Theorie, bewiesen. Du musst draufhauen. Einmal. Wie dämlich. Okay. Das ja. Okay. Dann tut's mir wirklich ernsthaft leid. Ich dachte eigentlich, XP wäre Proximity-based. Aber wenn du wirklich vorher auf die Viecher einmal draufgehauen haben musst, ist ja... Ich hab keinen Pfeil mehr. Achso, du musst Nahkampf halt eingehen. Achso. Oder ich brauche wieder Pfeile. Sind ganz viele in der Werkbank. Nee, beziehungsweise, nee, ich hab welche gemacht. Ich kann die dann sogar abgeben. Das habe ich... Hast du das gesagt, dass du keine Pfeile mehr hast? Das habe ich nicht gehört. Ja. Okay, dann kriegst du jetzt ein paar Pfeile von mir. Wenn du jetzt wieder da bist. Ich muss nur sagen, wo du gespawnt bist oder wo du bist. Lost. Lost in space. In dead of space. Da, wo ich eben hängen geblieben bin. Aber jetzt ist sowieso egal. Rush jetzt einmal zurück. Und dann sammle ich dir noch ein bisschen Erz. Wobei ich nicht weiß, wie effektiv das ist mit meinen 350 Kilo. Hier, warte. Pfeile. Bitteschön. Warum hast du mich? Why are you howling me? Sollen wir einmal noch Pancake legen gehen? Du darfst auch fangen. Weiß ich nicht. Gehen wir noch einmal zu Pancake. Komm. Let's go. Einmal zu Pancake und ich helfe dir, ich helfe dann auch noch ein bisschen Erz abbauen. Ich mach nochmal meine Cativa-Strat. Ganz viele Cativas stacken und dann. Let's go. Haben Sie? In my way. Oh, der Visual Enhancer funktioniert online. Ja. Nice. Auch gerade gelesen. Da bin ich gespannt. Maybe echt mal ausprobieren. Wenn er richtig gut ist. Are you ready? Nope. Okay, dann let's go. Okay, ich guck schon aus. Umgeben von zwei Chilige. Eine Chilige? Chilige. Okay, ich nehme meins mal zurück. Hast du es gerade one-shotted? Mistakes were made. Aber hey, wir haben antike Bauteile bekommen. Okay, perfekt. Lief doch super. Wir müssen den sowieso noch ein paar Mal machen. Okay. Okay. Sehr schön. Einfach keine Kontrolle. Keine Kontrolle über den Damage. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon 9-mal Damage gekillt. Also Tons of Damage. Na ja, gut, okay. Ja, dann, so, dann würde ich noch einmal den King Packer machen. Warte. Der ist ja auch wieder gespawnt. Den würde ich dann sogar fangen wollen, wenn das in Ordnung wäre. Hm? Ich habe ja den schon. Ja. So. Ich habe auch noch eine Gigasphäre. Und noch zwei normale Palzwehren. Ey, hast du grüne? Ja, ich wollte gerade sagen, hast du vielleicht noch so einen grünen? Ich hoffe ja mal, zwei oder drei sollten eigentlich reichen. Danke.
schön, Leute. Ich habe wieder Q gedrückt. Ich habe wieder eine goldene Sphäre geworfen. Ich kriege jetzt immer Panik. So, der war doch irgendwo hier, oder? Ist was futtern? Rechts bisschen. Oh, ich sehe noch Spark jetzt. Ah, ich habe keine Dinge. Ich fange. Rechts ein bisschen. Huch, was ist denn? Ach, da sind nochmal. Ey, ich bin nochmal komplett falsch. Warte, guck ich in die richtige Richtung zumindest? So ein bisschen, ne? Kann ich auch da so lang? Ah, klettern! Milpakas neben dran. Ich nehme die Milpakas. Okay. So, aber zuerst muss ich was essen. Ja. Ich muss hinkommen. So. Na? Ah, da ist er. Ja, hier sind auch noch Rupis. Weg mit denen. Noch was droppen lassen? Oha. Ich finde es gut, wenn die so eingeeist werden. Das ist richtig nice. Hm. Mann, ich treffe nicht richtig, weil sie so viel bewegt und weil sich Chillit einfach davor bewegt. Na! So, ich nehme mal Chillit schon weg. Guck mal gerade, 13% Fangwahrscheinlichkeit. Okay, das ist ein bisschen. Ich versuche mal Solo hier. Bisschen. Ein ganz klein bisschen Damage. Ich kann aber auch einen richtig schlechten Shooter. Also 17%. Immer schon mal. Okay, okay, jetzt sind wir. 18%, ich glaube, das ist maximal, was ich bekomme. Ne, 39. Okay. Nice! Dreimal antikes Bauteil! Oh. I like it! Famous Topic. Ich glaube, dann können wir auch schon eine Laterne machen. Oh! Geht! Geht! Nein! Daneben! Ja, komm, hol du mir das. Ich kriege ja XP nur, weil ich es angeeignet habe.